Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Tag hier im Nirgendwo. Da drüben zerstören sich gerade die Blätter von selber. Oder es wird ein bisschen nachgeholfen. Weiß ich Es jetzt wird ein gerade bisschen nicht. nachgeholfen. Okay, da bin ich ja beruhigt. Weiß. So, top, top. Ich liebe es. So. Obere Etage ist auch schon fast schön. Wo wir jetzt hier gerade dabei sind, das haben wir abgeschlossen erfolgreich. Jetzt haben wir als nächstes Spice It Up. Wir können Fresh Milk machen, Cheese, Fresh Water, wo auch immer das. Butter können wir auch machen und Heavy Cream. Water and Milk can be refined into various components that can be further refined. Cheese, Butter and Cream. Ja, dafür brauchen wir eine Kuh. Da brauchen wir gleich einen zweiten Stall für. Und da arbeiten wir ja noch dran. Schwupp. Wir arbeiten ja so ziemlich an allen, habe ich das Gefühl. Ja, aber eine Sache haben wir jetzt auf jeden Fall schon mal erfolgreich abgeschlossen. Schließen was ab? Wie jetzt? Die Nahrungsmittelversorgung ist, würde ich sagen, ziemlich weit fortgeschritten schon, oder? Ja, Vertue ich okay, mich das da. stimmt. So, wieder kurz ab in den Hühnerstall. Da fühle ich mich Irgendwann kommt wohl. die Evolutionsstufe, wo wir Diamanten oder sowas essen. Wahrscheinlich. Ich wäre da auch ziemlich begeistert von, würde ich sagen. Ah, es ist gesund für die Zähne auf jeden Fall. Ja, es gibt Leute, die bezahlen viel Geld dafür, damit sie sich so eine Scheiße ins Maul stopfen können. Die rennen immer mit so einem dämlichen Grinsen im Gesicht rum. Guck mal, mein Bling Bling, Alter. Sieht aus, als ob ich mir 2 Wochen die Zähne nicht gewaschen habe. Gewaschen vor allen Dingen. Ich wasche mir grundsätzlich meine Zähne immer nur. Aber auch nur mit Persil. Boah. Hühner? Noch Bock, sich irgendwie zu vermehren? Nee, ne, gerade nicht. Gut. Ja, was sagt unsere Kompostieranlage? Kompostieranlage sagt, läuft. Läuft bei dir. Ich habe noch ein paar Kartoffelchen, die ich reinschmeißen könnte. So ein Ja, paar halte ist mal die gut. Plattform. Schon wieder 37 Stück. Man könnte Essen ja eventuell auch mal essen. Aber. Nö. Nee. Das wäre ja voll Mainstream und so. Richtig. So, ich würde sagen, das reicht dann aber auch wirklich als Größe vom Hühnerstall. Das kann man dann so lassen. Ja. Ja, ja, ja. Jupp. Das kleine Hühnchen fühlt sich da auch schon sehr wohl. Das hat sich direkt mal auf den Rand gesetzt, damit es rausgucken kann. Ach, süße Wir Freiheit. werden übrigens gerade dafür kritisiert, dass wir zu langsam spielen. Ja, dann sag ich ihm einfach, er soll mal die Schnauze halten. Ich spiele so, wie ich das möchte. Richtig. Wir spielen langsam und genießen es und suchten es nicht durch. Richtig? Ja, und außerdem soll das, muss ich ja irgendwie die 1000 Folgen voll kriegen, ne? Richtig, genau. Spielen das zu langsam? Das ist ein altes Mädchen, ey. Soll ich mal einen Rock anziehen? Also noch einen. So, Erde, 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 Erde. Erde, Erde, Erde. Erde. Ich bin jetzt schon begeistert. Übrigens, Multitasking heißt nicht doof in der Tür stehen und nichts machen, ne? Ich hoffe, du weißt das. Ja, ich musste gerade was nachschauen im Inventar. Beziehungsweise mein Inventar sortieren. Mir Ja, leid. das sagen sie dann alle, wenn sie ertappt worden sind, nicht? Ja. Kennt unser eins ja. Übrigens hier, der Teilpunkt Nullpunkt Name ist gewachsen. Ja, ist aber noch nicht fertig. Oder ich weiß Was? zumindest nicht mehr, wie man es ernten kann. Das ist das Problem, was ich gerade habe. Achso, aber erstmal sagen, ist noch nicht fertig. Nee, irgendwie, das ist auch noch nicht fertig. Damit muss noch irgendwas passieren. Ich habe keine Ahnung. Vielleicht kommen da noch weiße Flöckchen dran, was sehr wahrscheinlich ist. Echt? Ja, nu, Baumwolle ist nicht pink. Ernsthaft? Ja, und übrigens kommt, ist der Strom nicht gelb und Kühe sind auch nicht lila. Muss man euch Stadtmenschen ja mal sagen. Ne? Also ihr seid da ja ein bisschen. Ich So. wohne ja quasi auf dem Dorf, ja, also im Ruhrgebiet. Ja. Ist genau das, was. Da, guck hier, du Prinz Naseweiß. Was ist da gerade passiert? Hm? Hm?
Es ist lila. Ich habe jetzt einen Cotton. Sauber. Den tue ich jetzt mal irgendwo in eine Kiste rein, wo wir ihn nie wiederfinden werden. Zum Beispiel hier. Wo wir ihn nie wiederfinden werden. Zum Beispiel hier. Das Zeug packe ich auch noch. Kann man Bäume wachsen? Ich möchte gerne was abbauen. Ich habe nochmal Grass Seeds gekriegt. Grass Seeds? Ich meine, jetzt wächst ja langsam richtig schnell. Wollen wir eigentlich unsere Monster-Spawn-Ebene lassen? Ja, die können wir früher oder später wieder in Betrieb nehmen. Ja, soll ich das jetzt, soll ich mal fucking abreißen? Ja, dann können wir nachher nicht pennen. Ich weiß nicht, ob das reicht über zwei Etagen. Müsste aber eigentlich, oder? Müsste eigentlich. Ja, dann reiß die mal ab, dann wird das da unten mal ein bisschen voller. Dann wird es zwar ziemlich eklig, wenn wir die alle weghauen müssen. War lustig. Naja. Wir können es uns ja jetzt leisten. Richtig. Add compostable items? Wieso? 100%. Der wollte jetzt tatsächlich noch eine Kartoffel haben, obwohl der 100% stehen hatte. Wahrscheinlich waren das 99,999 und der war sofort zum Aufrunden. Wahrscheinlich. So, das langsam muss aber mal ein bisschen was von dem Weizen wieder wachsen, weil... Naja. Weil wäre halt besser. Oh, leck. Ja, habe ich auch des Öfteren mal. Das liegt bestimmt am Wetter. So, aber denkst du, Alter, bei dem Wetter arbeiten? Sind mal die Clients, nicht der Server. So. Die Hühner sind auf jeden Fall schon wieder rattendoll hier. Das ist schön für die Hühner. Ich beglücke die auch die ganze Zeit. Die haben ihr Spaß. Die haben Spaß, hör mal. Die sind wie Lumpi, hör mal, sind die. So, mit den zusätzlichen Fackeln werde ich jetzt nochmal die neu gewonnene Ebene ein bisschen beleuchten. Weil es ist heute schon wieder ein bisschen Ebene dazugekommen. Ein bisschen, ja. Und das ist auch gut so. Wenn wir mal so bedenken, so vor 7-8 Folgen, war hier bei dem Becken Schluss, ne? Wo war Schluss? Ach, bei da, dem Becken ja. Hier. Hier ungefähr war ja mal Schluss. Bei dem Bäumchen. Ja, ist ein bisschen weiter geworden. Vielleicht sollten wir jetzt auch mal ein bisschen nach hinten dann auch. Oh, da unten sind schon Monster gespawnt. Ja. Lustig. Kannst du ja schon mal ein bisschen bespaßen gehen auch, ne? Ich hab keine Waffen. Schlecht keine für Rüstung. Dich. Ich auch fast nicht. Ja, siehst du mal. So. Und wenn wir den Hühnerstall dann gleich so weit eingezäunt haben, dann können wir uns mal an den nächsten Stall dran machen. Wo wahrscheinlich dann Kühe drin sein werden. Kühe! Sorry, der muss so kurz sein. Magst du Kühe? Ich mag Züge. Ja, mein Sohn, das magst du. So, noch Eier, die man irgendwo hinklatschen könnte eventuell. So, alles fertig, schön. Ich mag meinen kleinen Bauernhof. Scheiß drauf, was die anderen sagen. My little Ponyhof, ne? Eben, ich baue mir hier so langsam wie möglich alles zusammen. Hauptsache Gruft. Wir haben ja Zeit, wir sind ja quasi Rentner. Eben, natürlich haben wir Zeit. So, was sagt der Komposter? Der Komposter sagt, wir haben hier nochmal so ein Plüppelchen. Ich habe eine Idee. Hast du Holz gerade mal da? Gerade komplett verbaut. Das ist jetzt schlecht. Hätte ich nämlich jetzt ganz gerne gehabt eigentlich. Ich habe auch kein Holz. Muss man den Sticks gibt's noch. Cotton denn eigentlich auch wirklich auf ein Feld setzen oder... Tut der auch auf einem grünen? Das wäre natürlich schön. Dann könnte man sich jetzt hier so an die Holzfassade sowas dran tun. Das geht natürlich nicht. Schade. War ist auch aber schon eine Spinne gespawnt. Eine Spinne gespawnt. Und ein Skelett. Sehr schön. Mana-Bienen. Das würde mich jetzt mal interessieren, was das überhaupt tut. Übrigens, Kohle ist übrigens auch ein Mineral. Deswegen tun wir das einfach mal da in die Mineralkiste rein. Echt, das ist ein Mineral? Ja, eigentlich nicht. Aber das gehört für mich dazu. Ach, das wäre ein Baustoff. Ach, das Wassereimerchen, das hast du einfach nur so da schon fertig gemacht gehabt. Das finde ich gut. So. Was helfen wir denn jetzt hier noch, was wir mal verarbeiten könnten? Die guten Federn, ey. Meine Fresse, wenn man die kompostieren könnte. Wir wären reich, wir wären reich. Steinreich. Oh ja. Reicher als reich.
Apfel ist fertig! Krasser Shit. Zwei Äpfel sind fertig! Übrigens, das ist kein, Ich werde jetzt Spinne, übrigens einen von den... Ich nehme jetzt einen von den Safari-Netz. Okay, und einer von uns muss wirklich nach da unten, weil da ist ein Enderman. Das wird ungesund. Ja, später. Erstmal gucken wir jetzt hier, was in dem Safari-Net drin ist. Magst du gucken? Ja, ich guck mal. Ein Huhn. Hervorragend. Dann gucken wir mal, was in dem zweiten Safari-Net drin ist. Bin sehr gespannt. Wenn da jetzt ein Huhn drin ist, I'm so excited. And I just can't hide it. Alter, der Baum ist ja schon ein bisschen krumm. Wow! Alter, bist du bescheuert? Das ist alles aus Holz hier, ne? Das ist ein verdammter Gast. So viel zum Thema, da ist mit hoher Wahrscheinlichkeit eine Kuh drin. Verdammt. Alter, du bist doch so ein Idiot. Ist der weg? Nein, natürlich nicht. Okay, wir sollten jetzt gleich ganz viel Wasser irgendwie parat halten, weil unser Ding brennt gut. Oder irgendwas, um es zumindest auszumachen. Du kümmerst dich um das Feuer, ich gehe den Typen jagen. Ja, okay. So eine Kacke aber auch. So, ich bin bereit zum Löschen. Die Feuerwehr ist bereit. Ich weiß nicht, warum uns gerade die Feuerwehr vorbeigefahren ist. Die erste Kugel ist schon mal erfolgreich durchgehuscht. Wo durchgehuscht? Ah, da durchgehuscht. Erstes Feld brennt. Bin unterwegs. Feuerwehr! Wo ist der Stinker? Da unten. Ja. Noch ein Stück höher. Der lässt sich nicht treffen irgendwie. Ist er zu weit unten? Lol. Jetzt ist er weg, oder? Ich glaube, der ist zu weit unten geflogen. Ist gerade einem Void Damage gestorben. Alter, ist da mal einfach ein Gast drin. Haben die den Arsch offen? Der ist noch da, 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 der ist noch da und der ist übrigens noch da. Ja, ich hab's gehört. Wenn du noch einmal sagst, der ist noch da, dann schieße ich dir einen Pfeil in den Arsch und runter segelst. Wie kriegen wir den jetzt zum Despawn? Indem wir jetzt einfach mal kurz nicht auf dem Server sind zum Beispiel? Nein. Wie nein? Den kriegen wir gar nicht zum Despawn, den müssen wir killen. So sicher? Ja, natürlich. Ist aber normal schlecht. In Anführungsstrichen, Zombies lassen sich auch nicht anders killen. Wir haben übrigens ein Loch in der Plattform, ne? Weißt du? Ja, weil es gerade weggebrannt ist. Weil die Feuerwehr nicht schnell genug da war. Schande an die Feuerwehr an dieser Stelle. Ja, möchte ich auch mal sagen. Wir haben übrigens auch schon wieder so ein Magical Bling Bling unten drin, ne? Sehe ich schon. Es war eine tolle Idee, dass du übrigens die Fackeln da unten weggenommen hast. Wollte ich dir nur mal kurz an dieser Stelle sagen. Echt? Hat's gerade unseren Apfelbaum erwischt? Ja, zu einer Seite. Oder ist der Apfelbaum tot? Nee, der ist noch da. Mann, was eine blöde Idee, ey. Einer von uns muss definitiv da unten aufräumen. Wer hat die Fackeln weggemacht? Wer hat gesagt, dass ich es machen soll? Ich nicht. Nein. Nein, habe ich auch nicht. Ich habe gesagt, das wäre eine Scheißidee. Du hast gesagt, ja, wir können uns das ja eigentlich erlauben. Geht gut los! Der Gast ist noch da. Ja, ich bin tot gleich. Komme. Ich bin tot. So. Gekillt. Das war eine richtig pralle Idee von dir. Das war somit das Beschissenste, was du tun konntest, Alter. Ich hab gefragt. Hast du mein ganzes Zeug aufgesammelt, was noch übrig ist? Natürlich hab ich dein ganzes Zeug aufgesammelt.
Ich will gar nicht wissen, was alles über die Kante geflogen ist, ey. Boah, nee. Allerdings hast du jetzt eine Rüstung. So. Und wir sehen uns im nächsten Teil.